Hier hinter mir werden gerade knapp 350 Bäume verschenkt. Naja, genauer genommen wurden sie schon verschenkt. Und zwar im Rahmen einer Klimaschutzaktion der Stadt Nordhorn. Privatpersonen konnten sich auf einen der Bäume bewerben und können diesen jetzt abholen. Wie das Ganze zustande gekommen ist, erklärt mir jetzt Gerwin Rademacher, Umweltbeauftragter der Stadt. Ja, wir haben im Zuge der letzten Haushaltsberatung von der Politik 10.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Und das war zweckgebunden für eine Aktion, die wir durchführen. Wir haben sie die Aktion Klimabäume genannt, sodass Nordhorner Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, einen Baum geschenkt zu bekommen von der Stadt Nordhorn. Und wir konnten durch die gute Zusammenarbeit mit den hiesigen Baumschulen ca. 350 Bäume erwerben, die wir nun an diesem Wochenende an die Nordhorner Bürgerinnen und Bürger ausgeben. Von den 300 Bäumen haben wir 18 verschiedene Sorten ausgeschrieben. Der große Teil sind Obstbäume, die wiederum in kleine und große, sogenannte Hochstämme und Halbstämme unterteilt sind. Und der Rest teilt sich auf in Laubgehölze, wie zum Beispiel Buche, Feldahorn oder Wildkirsche. Insgesamt waren wir sehr positiv von der Resonanz überrascht. Wir haben ein Anmeldeverfahren gehabt und innerhalb von wenigen Stunden waren die Anmeldungen so weit eingegangen, dass alle Bäume vergriffen waren und ja, wir die Bewerbung erstmal auswerten mussten. Waren so ein bisschen überrascht und verärgert, dass nicht jeder sich an die Regeln gehalten hat, sodass viele Bewerbungen wieder aussortiert werden mussten. Aber letzten Endes können wir hier heute jede Menge Bäume ausgeben.